Da ist Nummer 3. Ist Nummer 3 dran. Da haben wir eine 1. Können wir gleich hier weitermachen. Chronologisch hier fortsetzen. Mit dem nächsten leichteren Kurs. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Ja, mit 6 Sternen kommen wir jetzt fast überall durch, aber ja. Wir machen erstmal das hier. Wumps, Wurztal. Besiege König Wump. Na dann, auf geht's. Lacto Film AG berichtet live und in Farbe. Hier die neuesten Anmeldungen. Gegner sind sehr oft unachtsam, wenn du dich leise also langsam bewegst. Die Kameraoption kannst du durch Bewegen von R verändern, um einen Überblick zu erhalten. Bewege R nach unten, um den Weitwinkel, das Weitwinkelobjektiv einzusetzen. Details der Umgebung werden so sichtbar. Ein Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Das waren die Meldungen und damit zurück zum laufenden Programm. Okay, hier können wir auch mal versuchen, die Münzen zum Besorgen zu bekommen. So viel dazu. Ich wollte auf den Kopf springen. So viel dazu. Keine Eule hier drin. Wahrscheinlich erst im nächsten Modus, wenn wir das ja fertig haben. Wenn wir den Wump besiegt haben, dann können wir hier in Sachen Eule und so weiter anfangen. Hier haben wir noch die etwas anderen Twomps, die in der DS-Version auch anders aussehen. Vielleicht vergleiche ich mal die DS-Version in diesem Spiel. Habe ich den direkten Vergleich, weil ich das privat auch oft gespielt habe. Und im Let's Play auch in ein paar Parts gezeigt habe. Können wir gut vergleichen. Wenn wir auch schon was haben zum Vergleichen, können wir es auch vergleichen. Jut. Hier noch ein paar Münzchen. Ja, die 100 Münzen wollen wir jetzt hier nicht, werden wir jetzt auch hier nicht vollkriegen im ersten Anlauf, aber ja, das Leben lass jetzt auch mal gehen. 8 Leben haben wir ja schon. Also, wir müssen jetzt nicht jeder Münze und jedem Leben nachrennen. Nicht unbedingt. Was? Ich bin ihm doch offen. Ich bin ihm doch draufgesprungen. Au. Ist auf mich gelandet. Auf mir gelandet. Sehr gut. Da gibt's Münzen. Hier können wir uns noch ein Leben abholen. Ich das richtig in Erinnerung habe. Eine sehr hohe Fahnenstange. Exakt ein Leben. Und das muss ja brennen. Das muss der Mario in den Händen wehtun. Wie sich da runter. Na komm. Komm zu Daddy. Also die haben wir besiegt. Gibt schöne Münzen. Na dann, gehen wir zu Daddy Wumps. Mensch, Bartkratz hier. Ah, ist ein bisschen heiß hier, ich schwitze auch ordentlich. Das gibt es doch gar nicht. Was willst du, Wicht, hier in meinem Reich? Ich werde dich lehren, meine Befehle zu. Oh, diese vermaledeiten Rückenschmerzen. Okay, über den besiegen ist eigentlich relativ klar. Ja, stehen bleiben und ausweichen und dann Rückenschmerzen machen. Und dreimal müssen wir, glaube ich, drauf springen. Einmal stehen bleiben. Na komm. Mach schon. Sehr gut. Das kriegen wir doch relativ schnell hin, oder? Na komm.
Und drauf hier. Sehr gut. Unglaublich, du hast mich von meinen Kreuzschmerzen befreit. Als Dank dafür gebe ich dir diesen Stern. Ach, befreit haben wir ihn. Interessant. So, der erste Stern in diesem Kurs. Here we go! Unser siebter Stern. Siegkönig Wump. Speichern und weiter. Geht direkt mal weiter hier. Und Stern Nummer 8. Steige auf die Bergfestung. Das ist natürlich, ja. Und ganz oben, da wo der Wumms gerade war. Keine Eule. Sag nicht, die SD ist exklusiv. Ich würde die Eule vermissen. Die war doch immer in diesem Baum drin, oder? War das nur für den DS, oder? Was ist da los? Das wäre ja schlimm. Das wäre sehr schade. Aber vielleicht können wir sie erst später freischalten. Wer weiß. Ihr wisst es wahrscheinlich. Und könnt es mir in die Kommentare schreiben. Hier müssen wir gerade ein bisschen warten. Schöne Schlafmusik. Ja. Und wenn damit geht's mit der richtigen Musik. Oh wei. An denen mal schnell vorbei. Da müssen wir uns jetzt nicht lange aufhalten. Außer wir brauchen dann die 100 Münzen. Das kriegen wir hier vielleicht ein bisschen leichter hin. Jetzt in dem ersten Parcours. Kurs heißt es. Nicht Parcours. Vielleicht müssen wir hier auf den Turm. Einmal oben auf. Gibt es dann gleich auch coole Minis? Hier haben wir es auch, haben wir doch unten schon eingesehen. Coole Mini. Hier ein bisschen abwarten, Geduld bewahren. Das vielleicht hier mal nicht runterfallen. Ja. Ich überlege gerade, wann habe ich eigentlich mit dem DS-Version aufgehört. Ich glaube, die Maps habe ich noch gemacht, das Eis, den Eisparcours habe ich auch noch gemacht. Na, dann habe ich irgendwann die Lust verloren. Ich steige auf die Bergfestung. Und wir ziehen es jetzt hier natürlich durch. Und noch verliere ich hier nicht die Lust. Ich glaube, ich war schon unten im Untergeschoss. Flieg ins Blaue. Kurz vorm Untergeschoss. Muss das gewesen sein. Ah, die Eule. Hallo, Eule. Dan. Ja. Wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wäre es dann mit einem kleinen Rundflug um die Burg. Befinde ich mich direkt über dir, springe und halte den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. Machen wir doch das. Sehr schön. In die Lüfte müssen wir, heißt die Quest. In die Lüfte. Ich vermute mal, dass wir da oben auf den Pfeil müssen. Jetzt zum Pfeil hin. Oder auch hier hin. Das dürfte auch gehen. So, hier. Ein paar Münzen einsammeln. Und hier hoch. Oh wei. Also, da komme ich ja jetzt nicht hoch, oder? Und wie sieht das jetzt aus?
Und da muss ich mit der Eule hin. So sieht's aus. Eule, her mit dir. Wo bist du? Da bist du. Du musst mich mal in den Käfig bringen. Ah, dafür war die Quest. Das ist eine Eulen-Quest. Eine spezielle Eulen-Quest. Hier, die muss mich direkt hier übernehmen. Das ist auch an allen Seiten zu. Da musst du mich direkt drüber fallen lassen. Ja, direkt darüber. Nicht daneben. Es braucht ein bisschen Präzision. So, wo ist die Eule? Eule nicht mehr zu Hause. Ich muss die nochmal ausnutzen. Da kommt sie. Sehr gut. Knapp daneben. So. Die kann mich auch nicht dauerhaft tragen. Die kann ich nur für eine Weile tragen. Die wirft sie mich automatisch ab. Und das am besten nicht über dem Abgrund. Na komm, hier ein bisschen steuern, das war gut. Hätte ich gekonnt. Fliegt auch immer niedriger. Das heißt, wenn ich jetzt hier verkacke. Ist eventuell jetzt hier schon mal die Präsen. Ja, zu tief schon. Ich versuche mal wieder ans Ziel zu kommen, hier an Start. Hey, Mann, Mario, mir geht die Post aus. Du isst zu viel Pasta. Bitte lass los. Ich muss mich erholen, sofort. Bis später vielleicht. Ja, hier mal. Präsent juckt. Wir holen uns hier mal ein bisschen Münzen. Um wieder nicht zu sterben. So, und weiter geht's. Hat sich wieder erholt. So sieht's aus. So, hier darüber. Ja, es ist schlecht. Verdammt. Jetzt bin ich hier oben. Na, schöne Wurst. Das braucht ein bisschen mehr Präzision hier. Präzision. Jetzt müssen wir noch warten, bis sie wieder ankommt. Wir nutzen die Eule heute hier richtig aus. Eulen-Ausnutzer. Die muss mich hier heute tragen. Die Arme. Den armen Pasta-Klempner. Dicken Pasta-Klempner muss er hoch. Hier muss tragen. Ich brauche den Stern dort. Nein, nicht im Kreis fliegen. Na komm. Ich muss das jetzt eigentlich hier. Wenn wir jetzt noch eine Runde fliegen, sind wir zu tief. Das ist eigentlich. Haben wir es schon vergeigt. Oder auch nicht. Haben wir geschafft. Ins Nest geflogen. Und weg geht die Eule. Okay, das war eine andere Quest. Okay, auch gut. Zu welcher Quest müssen wir jetzt hin? Flieg ins Blaue. Okay. Flieg ins Blaue. Dann muss ich gerade mal herausfinden, in welches Blaue wir fliegen müssen. Und was da sonst die Quest ist. Wenn nicht das. Flieg ins Blaue. Bin ich mit einer Kanone oder so? Flieg ins Blaue. Aha. Autsch. Auch das mal präsentiert. Und von einem Wumms hier Platz gemacht werden. Nee, die heißen doch irgendwie anders. Tromps. Das waren die Tromps oder? Und nochmal was ganz anderes. Ein paar Münzen einsammeln. Flieg ins Blaue vielleicht. Die blaue Münze. Ja, das hier vielleicht. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Dann mach mal. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Ja, auf geht's. Ja, hier müssen wir jetzt, glaube ich, hin. Das war auf jeden Fall eine Quest. Dass wir da oben hin mussten. Nicht hier hin, da oben.
Muss noch ein bisschen höher zielen. Zielübungen sind auch noch angesagt hier. Zumindest bin ich noch nicht aus der Map geflogen. Sagte er. Und flog aus der Map. Mama Mia, da sagst du was. Ja komm, die ersten haben wir schon, die ersten drei Sterne haben wir schon. Die ersten zwei und dann noch einen. Okay, theoretisch, ja, wollte gerade sagen, da kann man auch hochkommen. Über die Weise. So, kanonischen Breit, sehr schön. Müssen wir einmal aktivieren. So ein paar Schießübungen. Vielleicht so, dass wir hier gegen die Sache knallen. Sehr gut. Und dann hier runter. Aber festhalten. Hier ist der Stern. Sehr gut. Hoffentlich der Richtige. Egal, Hauptsache einer. Unser 10. Stern, juhu, fliegt ins Blaue. Ja, das war tatsächlich der Richtige. Dann können wir mit dem 5. Stern weitermachen. Den 4. Den 5. haben wir schon. Finde die 8 roten Münzen. Okay, das kriege ich doch hin. Rote Münzen sammeln. Eine haben wir schon hier. 1. Auwei. Da bin ich noch gar nicht gestorben. Here we go again. Rote Münzen finden. Dann müssen wir auch irgendwann noch über den Abgrund rüber. Für die roten Münzen müssen wir hier. Oh, aber auf der anderen Seite der Insel. Wir haben noch genügend Leben, aber zu stark sollte man die auch nicht verplempern. Verpulvern. Verdonnern. Verkrummskrachen. Ich weiß auch nicht. Nicht hier nochmal sterben. Nein. Also hier mal durch. Und ganz entspannt. Du hast da keine Münze? Nein. Aber der Gegner hat eine Münze. Zweite Münze. Und die dritte. Oh, verdammt. Ach, da ist noch eine Münze. Kommen wir wahrscheinlich aber nicht hoch. Müssen wir runterrutschen. Von oben. Okay, eine Runterrutschmünze. So, erstmal hier hoch. Das sind ja auch die schönen gelben Pfeile. Und wir sagen, ich muss da hin. Oh, da müssen wir mit der Eule noch irgendwo hin. Da gibt es eine rote Münze. Dann weit über den Wolken. Also, da müssen wir hier mit dem Brett, in dem Brett fahren. Müssen die Münze noch, da müssen wir die Eule gleich nochmal behelligen. Sind's mit Münzen nach oben. Da gab es zumindest ein, zwei Münzen. Verdammt, da bin ich auch nicht richtig runtergefallen. Hier müssen wir auch nochmal die Münze holen, die dort auf dem der Schräge steht. Da müssen wir uns mit Absicht mal fallen lassen. Ne, hier müssen wir uns nicht fallen lassen. In der Mitte müssen wir runter. Aber erstmal den hier holen. Die rote Münze hier. Die. So, wo ist die rote Münze? Gerade so. Fast verkackt. Na komm. Ja, sehr gut. Wie viele war das jetzt schon?
Vierter oder Fünfter. Na dann. Die meisten kriegen wir hier. Da oben steht auf jeden Fall noch einer. Das wird dann unsere letzte wahrscheinlich sein. Ich gehe jetzt hier erstmal den Weg ab. Tue jetzt erstmal alle, die hier auf dem Wege sind. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Aber gut. Da hätten wir jetzt eigentlich schon mitfahren können. Mit Fahrgelegenheit nutzen. Ja gut, dann lauscht man hier noch ein bisschen der Schlafmusik. So, ouch. Hätten wir fast vergeigt. So, wo ist die nächste rote Münze? Da oben ist, also da oben sind auf jeden Fall noch ein oder zwei. Okay, vielleicht können wir hier mal was machen. Ja, das am besten nicht. Aber irgendwie müssen wir dagegen treten, in das Brett. Am besten ohne runterzufallen. Da können wir auch so rüber, dann brauchen wir nicht die Eule dafür. Die Eule ist natürlich das Angenehmste. Okay, das Brett ist unten. Ach, ich bin fast Game Over. Game Over nicht, aber K.O. hier. In der Runde. Dürfen wir uns nicht mehr so oft erlauben. Okay, hier mal über das Brett. Nicht runterfallen. Es gibt Fallschaden. Wie in Minecraft, Zwaggy. Ja, hier rüber. Da wird's dünner. Die Münzen sind gut. Rote Münze 6. Da hinten ist rote Münze 7. Rote Münze 8 suchen wir uns auch noch. Nummer 7. Okay, rote 8. Rote Münze 8, ich komme. So, vielleicht hier drüben auf der Seite. Da waren wir ja noch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall eine blaue Münze. Hier ist Ende der Partie. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch weit gelbe Münzen. Und weiße Münzen, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die gibt es ja nicht. Die weißen Münzen. Aha. Die blauen Münzen sind für die rote, für die Münzjagd am besten. Wenn wir das dann mal brauchen. Ich versuch's mal hier. Und zwar hier noch eine rote Münze. Sieht nicht so aus. Nur der Stern hier. Puh, ich dachte schon, ich wäre hier gerade runtergefallen. Irgendwo ist noch ein Stern. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Eine Münze, die meinen Namen trägt. Mario. Rote Münze Nummer 8. Wo bist du? Hier ist auf jeden Fall schon mal der Stern, der dann freigeschaltet wird. Ich muss gleich nochmal die Eule nehmen und da mal nachgucken. Oh. Sehr gut, da kriegen wir eine große rote und blaue Münze. Noch die Münzen einsammeln. 97 Münzen, okay, das kriegt, da kriegen wir auch nicht 100 auch schon zusammen. Ist ja blöd, weil dann können wir die roten. Verdammt! Können wir die roten Münzen nicht holen. Roten Münze sternig machen. Kriegen wir jetzt sowieso zwangsläufig, oder?
So. Ich muss gerade nochmal Ausschau halten nach einer roten Münze. Wo ist die letzte rote Münze? Oben auf dem Dach des Gebäudes hier? Wahrscheinlich nicht. Oh mein. Irgendwo ist hier noch eine rote Münze. Hier nicht. Irgendwo unten war das doch was. Schwebte die nicht unterhalb der Geschichte hier? Verdammt. Da habe ich doch eine gesehen. Ja, das ist doch die rote Münze. Soll vielleicht auf dem Turm klettern. Sieht fast so aus. Jetzt muss auf den Turm einfach. Dann hat sich das. Verdammt. Fast runtergefallen hier. Das wäre jetzt tragisch gewesen. Das ist jetzt hier tragisch, das Runterfallen. Mit 97 Münzen und fast einen roten. Na komm, jetzt hier ein bisschen. Der ist nicht ganz glatt hier. Verdammt. Wir müssen irgendwie auf ihn drauf. Das ist schwierig, wie es aussieht. Die DS-Version waren wenigstens glatt. Die hat nach oben eine richtige Fläche. Oh, das hat gerade ein bisschen gebackt. Heute wird gebackt. Natürlich kommen wir jetzt an die Blume, an die Sache ran. So. Exakt so. Jetzt bloß nicht in den Abgrund springen. Oh wei. Nicht in den Abgrund springen. Von mir aus zerquetscht werden, aber nicht in den Abgrund springen. Eine einzige Münze brauchen wir noch. Verdammt. Ich hole mir aber erstmal den roten Stern. Die anderen Sterne können wir uns dann später noch holen. Roter Münzenstern. Hier. So, meiste Anstrengung. Finde die 8 roten Münzen. Speichern und weiter. So, Mist. Jetzt müssen wir die 100 Münzen nochmal suchen.